Und immer noch am Strand. So, bin wieder da. Ja, ich finde gerade den Weg nicht. Das ist alles immer. Ist das nicht da, wo die blaue Fahne ist hier oder wo ist das? Nee, das ist was anderes. Okay. Jetzt meine, das ist jetzt hell. Ah, jetzt hab ich's. Ich hab okay. Das Seil gefunden. Gut zu wissen. Ja, warte, bleib mal da stehen, wo du bist. Du bist ganz in der Nähe, so wie es aussieht. Ich sehe dich nicht mal. Da unten irgendwo. Ja, ich. Komm mal, warte. Das ist Maria. Wenn du jetzt Richtung meinem Schriftzug läufst, bist du direkt am Höhleneingang. Da. Mal hier oben direkt was essen. Da war ich. Ich war gar nicht mal weit weg. Eben hier eine kleine ich bin die ganze Zeit nur hier hinten rumgegangen. Ich habe nur einfach nichts gesehen. Dann Abflug wieder in die Höhle. Aber ein neues, ein zweiter Versuch. Oh Gott. Ja, wenn wir da unten jetzt gleich ankommen, musst du einfach schnell deinen Rucksack packen und dann direkt runter. So. Ist hier immer noch da, oder was? Ja, natürlich. Klar. Nehme ich hier noch eben das ganze Zeug mit. Ich höre sie auch oben rumtapseln. Das ist immer alles sehr beruhigend. Ja, ne? Ich mach mir mal eben ein paar Brandpfeile hier. Die Frage ist, wo geht das hier weiter? Wo bist du denn? Ich bin hier. Gelaufen? Na, ich habe hier Holzbretter hier unten im Boden. Ja, hier. Irgendwie. Ich bin jetzt bei dir. So. Ach, da bist du ja. Hm? Okay. Wieder warst du doch richtig, weil ich hatte irgendwie gerade hier in die falsche Richtung gestanden. So. Wie gesagt, wenn du da jetzt runterkommst, dein Zeug schnappen und dann direkt nach unten. Ich höre sie auf jeden Fall. Wo muss ich. Wo bist du denn schon wieder? Hilfe. Ja, genau da. Hier durch? Links. Links. Wo links? Hier, geradeaus. Geradeaus, ja. Ah. Ja. Wenn man die jetzt mal sehen würde hier. Da hinten läuft sie. Irgendwie werden wir mit denen außerhalb von den Höhen besser fertig. Da ist sie, ja. Vorsicht hinter dir, du fällst gleich runter. Wo ist er? Da wird's leuchtet. Ne, leuchtet nichts mehr. Doch. Da hinten. Ist doch doof. Hilfe! Ach, ich muss stehen bleiben hier. Da ich ja leider ohne absolutes Waffenarsenal gar nichts tun kann. Kann ich mir allzu viel brauchen. Hier habe ich mich eben auch schon ein paar Mal erwischt. Ich hieß ja auch keinen. Komm wieder. Ich bin Gott sei Dank noch rechtzeitig runtergekommen. Jetzt mache ich sie platt. Und da ist mein Zeugs wieder. Oh, ich war ja nämlich unten schon. Gott sei Dank. Hey, ich bin wieder da. Ich hab's. So, sie ist platt. Sehr schön. Oh, was eine Katastrophe. Also ihr könntet euch noch die Rüstung holen. Ja, das will ich jetzt, glaube ich, auch tun. Mach ich. So. Ich hier noch die restlichen. Ja. Die restlichen Stoffe.
Gott, hier war auch Wasser, ne? Ich muss mal eben baden gehen, ich bin gut überströmt. Ja, na super, ey. Ich habe Fleisch ohne Ende mitgenommen, aber es ist alles roh. Wow. Es ist alles roh noch. Ich habe nicht drauf geachtet. Eigentlich müssen wir mal ein Feuer machen, dass wir das Fleisch mal machen, oder? Dann setzt du auch ein kleines Feuer auf und dann kannst du es eben... Gesundheit. Danke. Also ist es denn lange? Das war die Rüstung. Na, jetzt ist aber mal gut. Ja, so. Mich hat es ein bisschen erwischt wieder. Sehr klar. Ja, mal ist es auch komplett roh, aber ich brauche jetzt noch nichts. Na, ich habe noch nicht mehr viel. Ich habe noch ein Viertel oder so. So, Fleisch ist fertig. Ich würde sagen, wenn wir hier das hier überstanden haben, gehen wir erstmal trotzdem mal zurück zum Haus und laden unsere Vorräte auf. Ja. Ja, du warst jetzt. Ja, also die Höhle mit dem modernen Bogen ist, glaube ich, eh wieder Richtung Basis, ne? Glaube ich. Ja, nur das nächste Mal sollten wir ein bisschen vorbereiteter losziehen. Das meine ich damit nur. Ja, ja. Na gut, dann gehen wir das Ding jetzt mal holen. Holen wir das Ding. Ja, und die Armbrust, das ist ja nur ein bisschen, das ist ja nur Tauchen, da sind ja keine Gegner in der Hülle. Das sind da die Höhlen mit den Bauplänen, ne? Mit den neuen. Hm. Ich weiß es nicht. Ich bin auch ein bisschen überrascht. Sind jetzt hier noch Gegner? Nee, du bist ja nicht, ja. Ich weiß es nicht. Ne, hier vorne ist das Tauchgerät. Hier ist nichts mehr. Ja, wir haben es schon, gut. Ja. Das liegt hier. Nur eine arme Socke, die hier kniet. Ist der schon alle unten? Lass mal die Hand schütteln, Junge, hier, komm mal her. Siehst ein bisschen steif aus. Mensch, mach dich mal locker. Mach die Kälte hier unten wahrscheinlich. Das sind diese Drucktauchflaschen, sind das oder was, die wir brauchen? Ja, die blauen aus dem aus der Yacht. Mhm. Das Gute ist, die kannst du immer wieder nach dem Neuladen des Spiels, kannst du die immer wiederholen. Mhm. Oh, jetzt können wir theoretisch schon wieder zurück, ne? Ja. Können wir. Können wir das? Auf die Entfernung sah das jetzt hier mit dem Katana aus, als würdest du hier stehen und angeln. Fischi, 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 Fischi. Ich bin Moses, ich teile das Wasser. Ah, ja. Also, ja. Und ich sag's immer wieder, wer auch immer die Rucksäcke hier für das Spiel hergestellt hat, ich will auch so einen. Was da alles reinpasst, unfassbar. Geil, ne? So viel Fassungsvermögen, Mensch.
Unfassbar. Das Feuerchen brennt noch. Da ist sogar noch was zu essen drauf, wenn jemand drum hat. Ja, bedient euch. Hier kommen wir neben Person. Da ist noch mehr, drauf, ne? Noch mehr zu essen, glaube ich. Ich habe genug drauf getan, ich habe 5 oder 6 Stück drauf getan. Und das Trinken, ja. Wäre das so, dass man das nicht mitnehmen kann, ne? Das Feuer. Nee, dann ist nee, das genau das. Ne? Oh, oh, da brennt hier. Ich brenne. Toll, hier ist nur eine Pfütze. So richtig Feuer und Flamme. Ja, hier war aber nur eine Pfütze. Mhm. Ah, ich wollte die Bank wegschieben, damit man besser ans Feuer kommt. Dabei sind doch die Olympischen Spiele noch lange nicht. Also du brauchst kein olympisches Feuer. Ich wollte euch nur ein bisschen Licht auf dem Weg machen. So. Und das mit dem Anfackeln ist ja normalerweise mal Kevs Job. Ja, ja, eben, Gott sagt, ich brenne da normalerweise immer ein bisschen. Ah. Wobei ich wahrscheinlich die höchste Statistiken habe, was das Sterben betrifft. Wieso sehe ich eigentlich von Dings hier den Namen nicht mehr? Also ich sehe Kevs Namen, Distant Beats lese ich, aber hier... Keine Ahnung. Jetzt ist er wieder da. Aber wahrscheinlich, wenn du dich duckst, dann ist der weg, ne? Ach so, das kann... Kann sein. Warte mal, ich ducke mich mal. Ja. Ja, dann geht er weg, ja. Okay. Ich höre schon wieder einen Abendsi. Ist der hier oben plötzlich reingespawnt oder was los? Wahrscheinlich ist der oberhalb irgendwo, ne? Okay. Dann heißt es also jetzt nach oben und dann direkt, würde ich sagen, zurück. Ja, na, ans Wasser irgendwie oder so in die Richtung. Nur die ganzen Stoffe hier mitnehmen. So. Ah. Haarspray. Wird das eigentlich leer, das Haarspray? Ja. Ich glaube schon. Okay. Aua. Entschuldigung. Mensch, die Leute hier lassen auch das Geld rumliegen. Hier liegt das Geld auf der Straße. Hier ist auch ein Stück übrigens von der Spielfigur, oder? Oder von irgendeiner Puppe oder was auch immer. Wir haben doch da irgendwie einen Teil gefunden und hier liegt das zweite Teil. Das kaputte Spielzeug. Wenn du die haust, kommt noch mehr raus. Mir fehlen nur noch zwei Teile davon, ein Arm und ein Kopf. Aber mir fehlt nur noch ein Bein, Arm und Kopf. Was für Teile? Von dem kaputten Spielzeug, das liegt hier vorne irgendwo. Hier irgendwo muss das liegen. Wenn man nochmal reinkommt und dann hierher kommt, kann man das nämlich nur mal ein Bein einsammeln, da hat man zwei. Praktisch. Ah. Und was kann man damit machen dann? Das kannst du nachher Timmy geben. Ach so, um den zu retten oder was? Ja, ne, nicht wirklich, der ist ja schon tot, ne? Jetzt hast du es verraten. Was? Ja, den kann man doch wiederbeleben. Ach so. Wenn man das möchte. Ja, eigentlich. Schauen wir dann aber, wie gesagt, würde ich nicht jetzt entscheiden. Was machen wir dann wirklich, wenn wir dann wirklich in die Richtung irgendwie mal gehen? Ich wollte jetzt doch den anderen Eingang rausgehen, okay. Das ist ja, nämlich jetzt der Eingang jetzt, wo ich im Singleplayer angefangen habe zu bauen. Ja, genau. So. Habe ich mir nämlich hier in dem Baum hier oben, habe ich mir so ein alpines Baumhaus hier reingesetzt, hier in den hier. Okay. Streckt hier am Eingang. Wir werden immer uns beobachtet. Guckt euch bitte mal hinter euch. Da ist so eine Gebärende. Virginia dann, oder so heißt sie, glaube ich. Ja, dann komm weg, würde ich sagen. Zum Haus. Ja, wie sind denn aber eigentlich auf mich, ey? In welcher Richtung rennen wir denn jetzt überhaupt hier? Ich renne einfach mal los. Ja, ah, das ist ein Haussymbol. Ja, super. Ich bin mal eben in die Falze gerannt. Mein Gott.
Aber ich bin noch nicht ganz wach heute. Na, alles gut. Oh, hier ein Zeltplatz dazwischen, okay, gut. Auch gut zu wissen für meinen Einzelspielstand, da kann ich hierher gehen. Oh, Pfeile, gut. Hier könnte ich theoretisch mal das Spiel retten. Oh, das waren keine guten Pilze. Nee, die sollte man nicht essen, nee. Ja, einige, die kann man ja essen. What the fuck? Oh, Host antwortet nicht. Ja, nee, Host. Wahrscheinlich durch Speichern jetzt, ne? Ja, ich habe das Spiel gerettet, deswegen war mal kurz AFK. Also hier ist ein bisschen Medizin. Ich rette auch mal kurz das Spiel hier an der Stelle. Wo ist Medizin? Hier in dem einen Koffer war Medizin. Ich habe jetzt Besuch. Hier ist einer. Wir könnten einfach abhauen. Ich hau mal. Machen wir auch jetzt. Da wollte ich ja eigentlich noch so eine Fahne, so eine Signalfahne hinstellen, weil dieses Lager ist ja direkt bei uns in der Nähe. Ja, das ist ganz nah wegen dran dem, hier. Wegen den modernen Pfeilen. Ja. Können wir dann gleich nochmal hingehen. Später, genau. Jetzt kann ich erstmal wieder den ganzen Wall laden. Hier ist noch nichts geladen bei mir. Ja, ich bin auch einfach gerade durch die nicht vorhandene Wand reingelaufen. Genau so. Habt ihr es gut? Bei mir ist er geladen. So. Das Hausboot, das steht ja so ein bisschen im Steg drin, ne? Das ist blöd. Eigentlich. Ja, ich kann sagen, dass ich das in den Steg reingesetzt habe. Das können wir ja wegfahren, theoretisch. Ja, ich versuche gerade, ob ich da dran komme. Komme da gerade nicht hin. Da ist auch gerade kein Symbol dafür zum Steuern. Ah, ich habe eins. Ich hab's. Jetzt, okay. Ah, jetzt. So, ich glaube. Halt. Na, jetzt bist du wieder drin. Jetzt passt. So. Mensch. So. Ich nehme mal direkt hier ein paar Fische mit. Damit wir wieder ein bisschen Nahrung haben. Ja, wie gesagt, ich würde erstmal gucken, dass wir unsere Vorräte erstmal wieder voll machen. Ja, wie gesagt, also in der Höhle mit den modernen Wogen da ist richtig was los. Deswegen. Das verkackte SOS hier. Erstmal einen Schluck trinken. Habt ihr eigentlich schon hier Samen hier gepflanzt in diesem Blumenbeet? Oder warum wächst hier einfach mal nichts? Ja, irgendwie halten diese Dinger nicht ganz so lange, ne? Die Büsche immer. Das gepflanzt ist so. So. So, ich habe nochmal einen Wassersammler dazu gepackt. Weil ich glaube, wir können nie genug gebrauchen. Ich habe mal ein paar Arme und Beine hingehängt. Ich hole mal noch ein paar Fische. Aber bitte mit. Nee. Aber bitte mit Fußnägeln, ne? Mit den ganz langen, ich weiß. Ja, eben, ja, schön so. Grüß deine Freundin. Kam gerade was geflogen. Wenn's knirscht, ne? Wenn sie hören würde, was hier so erzählt. Ja, nur über sie. Ganz fies. Ja, eben. Wir lästern ja immer die ganze Zeit über dich. Kannst du die Folge denn angucken, wenn es rauskommt? Kommt Dienstag raus. So. Die Fische hier.